freue mich sehr, Peter Kleis einmal bei uns begrüßen zu dürfen. Peter Kleis ist bei uns auf der Landesliste auf Platz 2 und ein ehemaliger Schulleiter, der sich jetzt als Kandidat für unsere Partei zur Verfügung stellt. Herzlich willkommen. Ja, liebe Basisten, liebe Freunde der Basis, liebe Politikinteressierte, meine Damen und Herren, das, was ich da hingehängt habe, das kennen Sie. Die Michelle hat es schon gesagt, ich bin ein ehemaliger Schulleiter, unterstrichen ehemalig. Das bedeutet, ich bin seit 2 Jahren im Ruhestand und als Ruheständler bin ich alt genug, um mich an eine Zeit zu erinnern, da hingen in den Autos am Spiegel Kreuze. Und die Menschen, die im Auto saßen, haben diese Kreuze an den Spiegel gehängt, vermutlich in der Absicht oder in der Hoffnung, dass der Engel schneller fliegt, als sie fahren. Und ich habe dann und wann gedacht, es wäre besser, du würdest etwas langsamer fahren. Dann gab es eine Zeit, da hing an den Spiegeln in unseren Autos ein Duftbaum. Die Älteren unter uns erinnern sich, dieser Duftbaum hing insbesondere in jenen Autos, in denen die Menschen so sehr den Innenraum mit Rauchnebel eingequalmt haben, dass die Sicht nach vorne behindert und in jedem Fall die Geruchsorgane gestört wurden. Der Duftbaum sollte insbesondere die Gerüche im Innenraum der Autos bekämpfen. Ich habe manchmal gedacht, es wäre besser, du würdest nicht rauchen. Jetzt hängen in unseren Autos an vielen Spiegeln diese Masken. Und wie bei dem Kreuz und wie bei dem Duftbaum wird dieser Maske eine Schutzwirkung zugesprochen, bei der ich skeptisch bin und manchmal denke, es wäre besser, du würdest dich informieren. Vor ein paar Tagen hat ein Bekannter mir eine Nachricht geschrieben. Er hat reagiert auf etwas, das ich selbst geschrieben hatte, zum Thema Gesundheit, Gesundheitsschutz. Und er hat, wenn ich richtig erinnere, nahezu wörtlich geschrieben, aber ich habe doch auch ein Recht auf Leben und ein Recht auf körperliche Unversehrtheit. Liebe Bassisten, liebe Basisfreunde, liebe Zuhörende, nein, nein. Wir haben, ich spreche diesen Satz bewusst so provokativ aus, wir haben kein Recht auf körperliche Unversehrtheit und kein Recht auf Leben. Jedenfalls nicht so, wie der Bekannte es meinte. Der Bekannte hat mit diesem Satz mir gegenüber gemeint, in unserem Grundgesetz, in Artikel 2, Absatz 2 der Grundrechte, stünde, jeder von uns hat ein Recht auf körperliche Unversehrtheit, ein Recht auf Leben und er hat Recht, genau dieser Satz steht dort. Aber er missversteht vollständig, was mit diesem Satz gesagt werden soll. Zur Erinnerung, die Älteren wissen es, als nach dem Zweiten Weltkrieg der Parlamentarische Rat und anschließend die Parlamentarische Versammlung sich daran machte, der Gesellschaft in unserem Land so etwas wie eine neue Basis, einen neuen Rechtsgrund zu verleihen, wurde das Grundgesetz erarbeitet und die Formulierungen des Grundgesetzes waren weit gediehen. Da haben Vertreter der evangelischen Landeskirchen daran erinnert, dass es zu Zeiten des Dritten Reiches etwas gegeben hat,
das man nie mehr wollte. Zu Zeiten des Dritten Reiches wurden Deutsche von Deutschen zu medizinischen Zwecken missbraucht. Zu Zeiten des Dritten Reiches wurden Deutsche von Deutschen gefoltert. Zu Zeiten des Dritten Reiches wurden Deutsche von Deutschen getötet. Artikel 2 Absatz 2 reagiert direkt auf diese Bestimmungen. Alle unsere Grundrechte im Grundgesetz reagieren auf den historischen Vorlauf. Und sie sind nicht zu verstehen als ein Regelwerk, das das Zusammenleben von mir zu einem von euch regelt oder das Zusammenleben unter euch, sondern die Grundrechte sind ausschließlich zu verstehen als die Geschäftsgrundlage zwischen jedem Einzelnen von uns und dem Staat, den staatlichen Organisationen, den staatlichen Institutionen. In den Grundrechten geht es nicht darum, dass uns gesagt wird, wie wir unserem Nächsten zu begegnen haben, wie wir mit unserem Nachbarn zu leben haben. Es geht in den Grundrechten darum, dass uns gesagt wird, was dieser Staat mit uns nicht tun darf, nie mehr tun darf. So sind die Grundrechte gemeint. Liebe Freunde, ich bitte Sie, Ihre Fragen sich zu merken und am Schluss reagiere ich gern darauf. Die Grundrechte sind gemeint als ein Schutz, den jedes Kind qua Geburt, wenn es in diesen Rechtsraum hineingeboren wird, mit auf den Lebensweg bekommt. Die Grundrechte reichen sogar über unsere Lebensspanne hinaus. Die Würde des Menschen ist unantastbar, gilt auch dem Leichnam eines Verstorbenen. Warum ist mir dieser Punkt so wichtig? Wir erleben seit knapp 2 Jahren einmal eine umfangreiche Außerkraftsetzung unserer Grundrechte und damit durch staatliche Institutionen und staatliche Machtinhaber nach meinem Verständnis die einseitige Aufkündigung der Geschäftsgrundlage zwischen mir und meinem Staat. Zum Zweiten erleben wir, dass die Grundrechte so etwas erfahren wie eine Neuinterpretation. An dem Beispiel Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit habe ich versucht, dies deutlich zu machen, was ursprünglich gemeint war als ein Recht, das ich gegenüber dem Staat habe und gegenüber dem Staat einklagen kann, ein Recht, das mich gegenüber staatlichen Zumutungen schützt. Aus diesem Recht machen die Vertreter der Regierungspolitik seit 2 Jahren eine Pflicht, die ich gegenüber meinem Nachbarn hätte. Damit wird Recht vom Kopf auf die Füße, von den Füßen auf den Kopf gestellt. Damit wird Unrecht zu Recht. Nur um auch dieses nicht zu verschweigen, selbstverständlich gibt es in unserem Land einen Rechtsrahmen, der auch das Leben unter uns regelt. Aber diese Rechtsbücher, Strafrecht, Zivilrecht, was auch immer, sind eine völlig andere Kategorie. Nach meinem Verständnis hat ein Staat, haben staatliche Institutionen, Organisationen, staatliche Machthaber, die auf dem Boden des Grundgesetzes in ihre Ämter gekommen sind, in dem Moment ihre Rechte in unser aller Namen Politik zu machen, verwirkt, indem sie die Geschäftsgrundlage aufgekündigt haben durch die Aufkündigung der Pflichten, die ihnen obliegen. Mit anderen Worten, für mich persönlich gilt, dass Winfried Kretschmann und Angela Merkel weder mein Ministerpräsident noch meine Bundeskanzlerin sind, denn sie haben die Geschäftsgrundlage einseitig aufgekündigt.
Ich habe als fast 70-Jähriger mein ganzes Leben lang, auch wenn ich bei einer Wahl daneben lag, immer respektiert, dass die Person oder die Partei, die eine Mehrheit bekommen hat, selbstverständlich dann auch die Amtsgeschäfte ausübt mit den entsprechenden Machtinstrumenten. Ich akzeptiere Winfried Kretschmann und Angela Merkel nicht mehr als meine Bundeskanzlerin und als meinen Ministerpräsidenten. Sie haben einseitig die Geschäftsgrundlage abgeschafft. Ich würde mir wünschen, dass Sie zurücktreten. Das werden Sie nicht tun. Wir alle wissen, Sie haben die Macht, aber ich betone noch einmal, die Macht haben und Recht haben sind zwei Paar Stiefel. Und für mich als Bürger ist in dem Moment, wo Macht und Recht auseinanderfallen, kein Recht in der Macht mehr vorhanden. Ich möchte noch ein paar Anmerkungen zum Thema Impfen sagen. Ich habe darauf hingewiesen, dass ich mehrfacher Großvater bin. Und insofern stehe auch ich, wie so viele, vor der Tatsache, dass nun demnächst meine Enkel in eine Situation geraten, in der für die Eltern, also unsere Kinder, und für die Enkel selbst der Druck vielleicht irgendwann so groß wird, dass sie sich genötigt sehen, einen Schritt zu gehen, den sie nicht wollen. Liebe Freunde, liebe Bassisten, ich bin beim Impfen total entspannt. Solange für einen Erwachsenen gilt, dass er jedwedes Risiko für sich und sein Leben eingehen darf. Bei der Tour de France mit 100 Sachen, einen Serpentinenabfahrt in den Alpen, mit dem Motorrad, so wie ich es vorhin erlebt habe, als ich von Oberkirch hierher gefahren bin, auf kurvenreichen Strecken in der Innenkurve überholen. Erwachsene dürfen das in unserem Land. Sie dürfen es sogar, wenn sie dabei andere gefährden. Beim Impfen ist meine persönliche Sicht der Dinge, wer für sich in Abwägung der Risiken zu der Entscheidung kommt, erhält das Risiko, das er eingeht, mit einem Impfstoff für geringer als das Risiko, ohne diesen Impfstoff zu leben, der soll dieses tun. Ich werde immer dafür streiten, dass er erstens dieses tun darf und zweitens, dass er darüber sprechen darf und es verteidigen darf. Aber ich werde nie schweigen, wenn er mir eine andere Entscheidung verbieten möchte. Als ehemaliger Schulleiter hatte ich unter anderem damit zu tun, dass Schulen sich bewerben als Schulen, die sich gegen Rassismus aufstellen, zertifizieren zu lassen. Was ich derzeit erlebe, ist ein Maß an Diskriminierung einer definierten Gruppe, die längst alle Charakteristika aufweisen, die es in der Rassismusdebatte gegenüber Männer, Frauen, Alten, Jungen, Armen, Reichen, Dunkelhäutigen, Hellhäutigen, was auch immer, schon immer gegeben hat. Und überall in diesen anderen Beispielen haben wir jede Form von Diskriminierung mit gutem Grund beklagt, verfolgt, versucht abzuschaffen, gegenzusteuern. Auch ich habe mein ganzes Berufsleben über immer gegen jede Form von Diskriminierung angekämpft. Liebe Freunde, es macht mich fassungslos, dass Menschen während meiner Berufszeit an meiner Seite gestanden haben, um Diskriminierung zu bekämpfen, nicht erkennen, dass wir heute nicht nur in der Gefahr sind, sondern dass wir schon begonnen haben, damit Gruppen zu diskriminieren. Es wäre so einfach. Es wäre so einfach zu erkennen, Sie müssten nur einfach geimpft, nicht geimpft ersetzen mit Mann, Frau, hell, dunkel, alt, jung, was auch immer. Es ist eindeutig, wir leben in einer Zeit, in der von höchsten Staatsämtern herunter
Diskriminierung nicht nur auf den Weg gebracht wird, sondern auch noch mit einer moralingetränkten Soße als Gutpolitik verkauft wird. Einen Teil meines Berufslebens habe ich im kirchlichen Dienst zugebracht. Ich bin fassungslos, dass ich Fußballvereine, Kirchen, Lehrerverbände nicht entblöden, bei einer Impfkampagne mitzuwirken, zu der sie fachlich nicht das Geringste beizutragen haben. Ich bin fassungslos, dass es heute möglich ist, die Bockwurst mit oder ohne Impfung zu bestellen. Ich bin fassungslos, dass es heute möglich ist, à la McDrive im Vorbeigehen sich die Nadel geben zu lassen und dies unter Applaus jener Partei, die bei dem geringsten Geneinsatz auf unseren Feldern Zeter und Mordio schreit. Ich habe keine Erklärung dafür, warum meine langjährigen Wegbegleiter an dieser Stelle die Zeichen der Zeit völlig anders lesen als ich. Aber ich habe einen Wunsch. Ich wünsche mir, dass Einrichtungen wie die Kirchen, wie der Ethikrat und andere mehr erkennen, dass dies eine Zeit ist, in der sie einen Job hätten. Sie hätten den Job gehabt, nicht einseitig Position zu beziehen, sondern den unterschiedlichen Meinungen ihr Ohr zu leihen und sozusagen die Verbindung nicht abreißen zu lassen. Dass es möglich ist, dass Kirchen an der Erzeugung einer Stimmung mitwirken, die Familien zerstört, die Eltern von Kindern trennt, die Ehen auseinanderbrechen lässt, ist in meinen Augen ein Hinweis darauf, dass ich, meine Frau und vielleicht viele andere tatsächlich noch mal neu darüber nachdenken müssten, ob man noch in einer Kirche bleiben kann, wenn einem die Werte der Kirche wichtig sind. Liebe Freunde, ich komme zum Schluss. Ich habe mich in der Basis engagiert, weil ich glaube, dass es nicht gut ist und nicht ausreichend, ausschließlich auf der Straße so etwas wie Meinung zu formulieren und Bewusstsein herzustellen. Ich habe mich in der Basis engagiert, weil ich in der Basis jene Menschen treffe, die die Werte teilen, die auch meine Werte sind. Ich lade Sie ein, wenn Sie diese Werte teilen, die Johanna nachher auch noch mal in einem guten Teil referieren wird, wenn Sie diese Werte teilen und wenn Sie den Eindruck teilen, dass wir gesellschaftlich an einem Punkt angelangt sind, an dem Engagement notwendig ist, dann lade ich Sie ein, gehen Sie am 26. September zur Wahl. Machen Sie Ihr Kreuz bei dem Direktkandidaten für die Basis, stärken Sie ihm oder ihr den Rücken und helfen Sie durch ein zweites Kreuz bei der Landesliste mit, dass uns der Sprung ins Parlament gelingt. Niemand von uns kann Ihnen versprechen, dass am Tag danach die Welt eine andere ist. Aber ich kann Ihnen eins versprechen. Ich werde den Mund nicht halten. Ich werde hinstehen im Bundestag und ich werde so lange darauf pochen, dass uns die Grundrechte zurückgegeben werden, bis wir sie haben, für uns, für meine, für eure Kinder, für unsere Enkel, für die Zukunft in dieser Gesellschaft. Vielen Dank.